Grüße und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Im letzten Part haben wir es geschafft, zum Sendeturm endlich durchzudringen und ja, wurden entdeckt und wurden verfolgt, aber die sind halt dumm genug und können keine Leiter laufen. Das heißt, wir haben jetzt hier freie Bahn rüber zu laufen. Sehr nice. What? Sequenz, okay. Gut. Sehr schön. Fußweg zum anderen Tower. Perfekto. Na dann. What? Okay, die Brücke ist also zerstört. Er hat einen Hind. Also was sollen wir jetzt auf dem Dach noch suchen? Snake, wir sollten vielleicht wieder gehen. Hinter uns 2000 Soldaten, aber ziemlich tief. Ich brauche ein Seil. Mit meinem Seil müsste ich es schaffen. Na, was willst du denn machen? Ein Hind mit bloßen Händen bekämpfen? Jetzt gehörst du mir! Wenn ich hier bleibe, ist es aus. Gut, dass wir im letzten Part ganz unten ein Seil gefunden haben, würde ich sagen. Puh, ich glaube, die Gefahr ist noch nicht vorüber. Genau. So. Er war halt noch weiterhin um sich. Ganz dezent. So seilen Sie sich ab. Drücken Sie die X-Taste, um von der Wand wegzuspringen. Während Sie der Wand fern sind, drücken Sie die Richtungstaste nach unten zum Runterlassen. Wenn Sie springen und gleichzeitig auf der Richtungstaste nach links oder rechts drücken, springen Sie weit in diese Richtung. Drücken und halten der Kreistaste mit einer Richtungstaste lässt sie langsam an der Wand entlang kriechen. Mit dem richtigen Timing sollten sie dem Feuer vom Hind beim Abseilen entkommen. Wenn das überhaupt jemand schafft, dann sind das Sie, Snake. Natürlich. Ach, okay. Achso, das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Genau da, wo ich... Alter, was ist denn das für ein Seil, bitte? Vor allen Dingen geht es automatisch nach rechts, nach links. Hallo, ich drück doch nicht mal nach rechts. Ich meine, jetzt mal was gerade praktisch, weil da uns sicher ist, aber... Aber wir sind gleich unten. Sehr schön. Aber wir haben einfach durch die ganzen Dämpfe mehr Schaden genommen als alles andere. Wie kommt jetzt unten an? Jawohl. Da könnten wir jetzt rein. Das bringt uns natürlich nicht viel. Okay. Gibt es eine Ration? Eigentlich können wir es auch gebrauchen. Aber hier C4. Das brauchen wir auf jeden Fall auch gleich. Und jetzt nutze ich ein bisschen meine Erfahrung. Also Erfahrung. Ich wusste halt, dass hier schon Leute stehen. Die auf uns warten. Thank you.
Was halt ungemein praktisch ist, mit der Nikita einfach mal kurz drauf zu ballern. Und vor allem, weil sie es irgendwie nichts dagegen tun. Ah, was? Das hat jetzt mal nicht alle drei erwischt. Egal, es macht halt. Der lebt immer noch. Und wenn sie da drin noch stehen, dann weiß ich auch nicht, was ich noch tun soll. Ah, jetzt fliehen sie. So muss es sein. Nee, oder auch nicht. Okay, dann brauchen wir eine Ration als erstes. Zack. Ups. Und wir hätten einfach seit Anfang an... die PSG nehmen sollen. Hallo? Willst du mich verarschen? Was machen die A für Schaden? B... Ja, was machen sie für Schaden? Sie haben gerade so viel Schaden gemacht wie nichts anderes. Und so zielsicher mit einer auf der Entfernung. Okay. Ich wollte eigentlich auf cool machen. Jetzt das. Super. Ach ja. Was ist die PSG? Puh. So, eigentlich müsste das so reichen. Sehr schön. Müsste nicht eigentlich wiederkommen, der letzte? Ja. Ja, genau. Ja, ab! Ja, genau. Geht doch. Furchtbar. Ach. Okay, wenn man einen tötet, dann triggern die. Aber eigentlich müssten die Nikitas alle erwischt haben jedes Mal. Aber das hat es halt nicht getan. Was ich auch ein schönes Detail finde, man sieht auch, dass man die Rüstung anhat. Und der Heint ist wieder da. Guten Tag, Heint. Oh, Ration. Hier ist es nicht eingefroren, Gott sei Dank. So, was haben wir hier? Stinger Launcher und Stinger Missile? Was ist denn Stinger? Ach ja, eine Stinger-Rakete. Mobile Sam. Ziel mit Richtungstasten und zum Abfeuern. Wunderbar. Übrigens, ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel Natascha anrufe, je nachdem, was sie für eine Waffe ausgerüstet hat, sagt sie was dazu. Hier können wir mal kurz Granate, Sokom, Farmers. Nehmen wir mal die Treppen, ha? Gucken mal erstmal nach unten, ob es hier noch was Schönes gibt, Items technisch zum Beispiel. Ich glaube, da gab es sogar was. Aber leider ist irgendwann die Treppe kaputt. Das ist ein kleiner Mini-Spoiler. Ja. Verdammt! Das heißt, wir müssen oben rum. Egal, jetzt haben wir einen Stinger. Da kann uns Natascha helfen. Also, vielleicht noch ein paar Infos geben. Ich glaube, über jede Waffe brauchen wir jetzt keine Info. Bin mir aber nicht sicher, ob sie das machen. Aber ich glaube, die kann uns über einen Heint auch ein paar Infos geben. Wie wir da besser gegen drankommen. Okay, Sokom, Grenades. Grenades bringen uns, glaube ich, gegen den Heint nicht wirklich viel. War kein so dramatischer Auftritt wie der Ihre, glauben Sie mir. Ich kriege Höhlenkoller. Du hast zugesehen. Ja, ich habe zugesehen. Ich war hinten auf Ihrem Truck. Mit Hilfe der Tarnung. Wie kamst du hier hoch? Mit dem Lift natürlich. Die Treppe im ersten Stock ist zerstört. Deswegen nahm ich den Aufzug. Der Aufzug funktionierte? Ja, funktionierte.
Sie sind unglaublich. Wie ein Filmheld oder sowas. Nein, leider nicht. Im Film rettet der Held immer das Mädchen. Sie meinen Meryl? Sorry, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Snake, ich muss Sie etwas Wichtiges fragen. Deswegen bin ich Ihnen gefolgt. Haben Sie je jemanden geliebt? Du bist hier, um mich das zu fragen? Nein, ich meine, ich wollte wissen, ob Sie auch Soldaten verlieben. Was willst du mir sagen? Glauben Sie, Liebe kann sogar auf dem Schlachtfeld blühen? Ja, schon. Liebe ist überall möglich und jederzeit. Aber wenn man jemanden liebt, dann muss man diese Person auch beschützen können. Das denke ich auch. Ich muss um einen Gefallen bitten. Uh-oh. Keine Sorge, es ist leicht. Ich habe schon gesagt, ich will keinem wehtun. Das musst du auch nicht. Okay. Der Aufzug sitzt da unten fest. Kannst du ihn für mich in Gang setzen? Siehst du? Merkwürdig. Vorher funktionierte er und jetzt nicht mehr. Vielleicht die Schalltafel. Kannst du sie reparieren? Vorher ging er. Wenn es nur der Mechanismus ist, überlassen Sie es mir. Ich muss mich um eine laute Fliege kümmern. Okay, ich bleibe hier und halte die Stellung. Viel Glück. Du siehst wirklich übel aus. Bist du okay? Eine Sorge. So macht das nichts. Ich tue einfach, als gäb's mich nicht. Dann habe ich keine Angst. Seltsame Logik. Ich verlasse mich auf dich. Wenn wir durch die Tür gekommen wären, wären wir theoretisch erst von da oben, das ist die Tür, genau, weitergelaufen wären, wenn wir als erstes hier hingekommen hätten, versucht, ob der Aufzug ging, und dann ging er nicht. Deswegen haben wir uns gewundert, dass Otacon durch den Aufzug nach oben gekommen ist. Ich glaube, hier war es dann versperrt, bin mir aber nicht sicher, und dann konnte man runterlaufen. Dann musste man runterlaufen. Dann wieder hoch, und dann war halt Otacon plötzlich da. Und das ging nicht mehr versperrt. Ach ja. Genau, es ist auch ziemlich eklig. Ups. Weil ich glaube, jede zweite oder jede dritte oder jede vierte sind Cams, die halt abschießen. Das wird halt immer mehr. Da sind jetzt wieder welche, genau. Ja, und da macht man einfach die... Also man muss bei dem einen hochlaufen mit nur Stun-Granaten und hier im Prinzip mit nur Scharfgranaten. So einfach ist das. Eigentlich habe ich auch mal mehr Stuff und Stun-Granaten gehabt. Weiß nicht, warum ich jetzt nicht so viele habe. Oh, das war ziemlich knappes Timing, aber es hat funktioniert. Ah, es ist schon praktisch. Ich glaube, mehr wie vier gab es nicht. Das alles ist jetzt gut, hoffe ich. Und ich werde mir gleich abgeballert. Einfach hoch. Genau, mehr wie viel gab's nicht. Haben wir hier nochmal Stinger-Missiles. Also werden wir wohl den Stinger auf jeden Fall brauchen. Überrascht mich natürlich jetzt nicht wirklich. Das Spiel ja schon mal gespielt. Aber bei der Ende des Spiels kann man halt auch leider keinen Blind-Durchgang mehr machen. Aber wie gefällt euch bisher die Story so? Ich finde es eigentlich ganz cool, weil es ein paar kritische Weltthemen anspricht. Insgesamt die Story ja, eigentlich schon Hollywood-reif ist, ja. Also ich finde das cool. Also mir gefällt das richtig gut. Nur, dass wir jetzt. Also ein paar unlogische Aspekte hat es natürlich. Wie zum Beispiel der Hind. Jetzt, ne? So, Schmeiling? Riding? Wir müssen reden. Ja, ich will speichern. So, das ist natürlich ein bisschen praktisch, dass wir das in dieser Zeit moderne können. Und wie ihr seht, sind wir in Normal Mode 4,5 Stunden insgesamt schon gespielt.
In China sagt man, Voreiligkeit bringt wenigen Erfolg und vielen Misserfolg. Rücken Sie vor, wenn es sicher ist, und ziehen Sie sich bei Gefahr zurück. Entscheiden Sie das je nach den Umständen. Und ja, wir hätten also noch das Ultimatum, locker Zeit. Jetzt müssen wir hier leider raus und die Armor ziehen wir mal an. Endlich krieg ich die Schlange aus ihrem Versteck. Bist du bereit, mein Bruder? Warum nennst du mich Bruder? Wer zum Teufel bist du? Ich bin du. Ich bin dein Schatten. Was? Frag den Vater, den du getötet hast. Ich schick dich zu ihm in die Hölle. Dann jetzt machen wir das, was wir die ganze Zeit nicht gemacht werden. Holen wir uns mal Tipps bei den Leuten. Liquid will das jetzt zu Ende bringen. Es ist alles geplant. Die Sache mit dem Aufzug gehörte vielleicht auch zur Falle. Die meinen, er manipulierte den Aufzug, um mich aufs Dach zu kriegen. Die müssen den Hind zerstören. Der Hind erscheint auf ihrem Radar. Wenn sie Sichtkontakt verlieren, überprüfen sie seine Position mit dem Radar. Alles klar. Master, hast du einen Tipp? Jetzt, wo wir ihn brauchen, hat er keine... Deep Throat, hast du einen Tipp? Also der ist ja eh nie zu gebrauchen. Natascha, hast du einen Tipp? Am besten treffen sie ihn, wenn er kreist und ihnen nicht die Nase zuwendet. Das ist ihre Chance. Heizen sie ihm mit der Stinger ein. Okay, mehr Tipps kriegen wir wahrscheinlich nicht, weil Autogon ist ja eh beschäftigt. So, er ist gerade rechts. Der ballert gerade auf uns. Weichen wir erstmal geschickt aus. Und uns hier die... Ration, ne? Es ist Dinger. Stinger hier. 20 Stück. Konnte auch irgendwie zoomen. Und das zoomen nochmal. Nein, das war Fail. Oh mein Gott. Mein Mann würde zoomen, aber nicht sicher. Oh, das war ein bisschen fail. Das Praktische ist, das Ding geht auch durch Wände. Ich weiß nicht, dass wir jetzt durch Wände schießen können, aber wir sehen halt durch die Wände durch. So. Den Hind zerstören ist jetzt bis jetzt nicht so schwer. Also, der Kampf ist allgemein nicht so schwer, um ehrlich zu sein. Im Prinzip nur markieren und das war's. Gibt's, glaube ich, noch irgendwo Stinger Munition. Wird mir jetzt vielleicht nicht unbedingt holen brauchen. War ein bisschen fail, während er auf uns ballert. So, hier ist der Hind. Das heißt, hier kommt er wieder gleich ins Schussfeld. Hier. Jetzt. Jawohl. Ah! Ich weiß, das klang gerade bestimmt sehr männlich. Und dass der Hein so viele Explosionen aushält. Schon krass eigentlich, wenn man es mal genau nimmt. Jetzt krasse, glaube ich, hier unten gerade irgendwo rum. Oder über uns. Der Hind ist flexibel. Okay. Ich weiß nicht, wo er aufschlägt, deswegen. Ah, okay, da. Also hier ist so die Safe Spot so ziemlich, wo man gerade ist. Wechselt doch leider sehr schnell die Seiten. Oh, das war ein bisschen fail. Heilung. Oh, falsche Taste. Nein, das trifft, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ja, genau. Ja, er ist schon ein bisschen fies. Weil so können wir ihn auf jeden Fall schlecht abschießen.
Komm hoch, trau dich. Na, jetzt wechselt er wieder die Seiten. Macht halt, sowas macht er ganz gern. Da ist er wieder unter uns. Irgendwann kommt er hoch und schießt auf uns. Die Sau. Das soll unter Umständen echt Stunden dauern, bis er das macht. Ah, oh, jetzt wurde er getroffen, okay. Ups, falsche Richtung. Weil das sonst trifft, hab ich gerade echt überrascht. Aber das geht die ganze Zeit hin und her. Eigentlich würde ich ja gerne den Part beenden, aber ich finde, das ist in dem Bossfall einfach nicht fair. Hopp, mach hinne, Liquid. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Nimm den Hind nach oben und zeig uns, was du drauf hast. Genau, heul doch. Natürlich wieder unter uns. Wir sehen dich, so ist es nicht. Tu nicht so. Obwohl, jetzt können wir mal versuchen, eine gerade runter zu schmeißen. Bringt das was? Na, hätte sein können. Ups, Niki, das bringt definitiv nichts. Ah, okay, das bringt natürlich nichts, aber so. Ah, das war perfekt getimed. Das war nicht perfekt getimed. Noch 6 Schuss, langsam wird's. Oh, eng. Okay, das hat uns. Okay, er hat uns zweimal getroffen. Ich heile uns zur Sicherheit nochmal. Falls er plötzlich eine Rakete schmeißt, jetzt macht nämlich schon gut Schaden. So, einen Schuss brauchen wir noch, dann haben wir einen. Nein. Perfekt. Ja. Ah, wohl doch noch ein Schuss. Obwohl, der hört sich schon anders an. Wollt ihr das? Noch nicht mal anvisieren. Interessant. Ich weiß jetzt nicht, worauf der schießt. Auf alles. Hopp, so haben wir einen coolen Spruch abgelassen. Snake, der Lift funktioniert. Repariert? Nein, komischerweise. Er bewegte sich von selbst. Er kommt auf Sie zu. Ist das möglich? Was war denn diese Explosion? Oh, ich musste den Helikopter abschießen.
Abschießen? Unglaublich, Snake. Hörst du? Nur um sicher zu gehen. Das hier ist der Weg zum Lager, wo Metal Gear geparkt ist. Ja, der Eingang zum unterirdischen Hangar befindet sich hinten an diesem Schneefeld. Okay, versteck dich an einem sicheren Platz. Ich verzieh mich eine Weile. Ich weiß. Habe alles verstanden. Und komm mir nicht in die Quere. Spiel nicht den Helden. Okay, rufen Sie mich, falls nötig. Ja, da war mal ein Hind. Ein russischer Helikopter platt gemacht. Ein Hindy. Gut, aber das war's auch für den Part. Ich würde sagen, wir gehen mal in Richtung Lager, wo Metal Gear Rex gelagert ist, im nächsten Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und bis dorthin. Tschüss.